Und zwar kennt das wahrscheinlich jeder. Es ist morgens, man will früh aufstehen und man kann einfach nicht aufstehen. Und wenn man einen Wecker hat, dann schaltet man ihn einfach wieder aus und schläft weiter. Also dachten wir uns, wie kann man das Problem lösen? Und sind auf die Idee gekommen, machen wir doch eine Drohne, die einen weckt und dann losfliegt, durchs Zimmer fliegt und die man dann einfangen kann, einfangen muss, damit sie ausgeht. Und wenn man das dann geschafft hat, dann ist man auch wach. Ja, gut. Aber da wir nicht so viel Zeit hatten, dass wir jetzt eine Drohne bauen könnten oder da die jetzt auch nicht kurzzeitig zu beschaffen war, sag ich mal, dachten wir uns also, machen wir ein Fahrzeug. Allerdings gab es da dann ein paar Probleme mit den Motoren. Also haben wir statt den Motoren LEDs eingebaut, die dann die Motoren und den Alarm, sag ich mal, simulieren sollen. Ja. Und jetzt sagt euch Julian etwas zur Hardware. Also, hier seht ihr unsere Hardware. Hier ist der Controller, der Arduino Uno. Das ist einfach ein Mikrocontroller, der alles verwaltet. Hier sind zwei Knöpfe, um die Weckuhrzeit einzustellen. Dabei dann auch noch hier der Knopf zum Bestätigen und Alarm ausschalten. Die eben genannten LEDs zum Motoren simulieren. Der Pieper, der dann den Weckton abgibt. Und einen Ultraschallsensor, der Kollisionen verhindert, falls das Ding mal abhebt. Dann kann ich einmal kurz demonstrieren, wie es sich anhören würde, wenn man einen Alarm auslöst. Wir haben die Zeit jetzt zu Demonstrationszwecken, bis der Wecker ausgelöst wird, auf 5 Sekunden gestellt. Ansonsten wird man natürlich normale Weckzeit nehmen. Warten wir Genau. einmal kurz 5 Sekunden. Dann hört man da jetzt schon den Alarm. Und würde dadurch dann geweckt werden und die LEDs sollen eben die Motoren simulieren, mit denen das Fahrzeug dann vor einem wegfährt. Ja, genau. Und wenn man diesen Knopf dann nochmal drückt, geht der Alarm auch wieder aus. Und dann zeige ich euch mal, also wir haben hier eine Konsole, die Informationen von diesem Gerät, was wir gebaut haben, dann auf den PC übertragen kann. Und zwar muss ja dann der Ultraschallsensor, der die Entfernung misst, irgendwie sagen können, ob er jetzt vor einer Wand steht oder ob da nichts ist und er einfach weiterfahren kann. Also, Also ist hier jetzt, genau, hier sieht man jetzt die Konsole, wo dann auch stehen sollte, wenn nichts irgendwie, genau. Da steht jetzt, dass die Entfernung okay ist. Und wenn man dann aber zum Beispiel hier, wenn hier dann eine Wand wäre, dann sagt er, dass die Entfernung schon kritisch ist. Und wenn dann die Wand wieder weg ist, dann ist wieder alles okay. So erkennt er dann nämlich, ob er vor einer Wand steht oder nicht und würde dann abdrehen und in eine andere Richtung fliegen oder fahren, beziehungsweise. Ja, wir haben sogar noch ein Logo mit unseren Namen gemacht, was man mit einem Lasercutter, genau, das ist Acryl. Ich weiß nicht, ob man das hier jetzt so gut erkennt, aber ja, da steht unser Name drauf, Get Up, mit einem schönen Symbol. Und genau, das war's. Dankeschön.